Ich finde es faszinierend, wie viele verschiedene Perspektiven es gibt, wenn es um die Frage nach außerirdischem Leben und dem vermeintlichen Sinn unseres Daseins geht. Fast jede Theorie, die uns einen Blick auf das Unbekannte gewährt, hat ihre Faszination. Ich bin genauso aufgeschlossen gegenüber den Visionen einer rosigen Zukunft, in der die Menschheit fremde Welten erobert und in eine neue Ära des Wissens und der Entfaltung eintritt, wie auch gegenüber den düsteren, fast dantesken Szenarien, die das Ende unserer Zivilisation vorhersagen. Diese Fragen sind ebenso mysteriös wie tiefgründig und jede Antwort wirft nur noch mehr neue, ungeklärte Fragen auf. Was mich besonders interessiert, ist die Vorstellung, dass wir, so unwahrscheinlich es auch scheinen mag, die einzigen intelligenten Wesen im unendlichen Universum sein könnten. Und das aus einem Grund, der uns bislang vielleicht verborgen geblieben ist. Was, wenn diese Isolation Teil eines größeren kosmischen Plans oder einer unausgesprochenen Ordnung ist? Die unfassbaren Weiten des Universums halten noch viele Geheimnisse für uns bereit. Und jede Hypothese bietet einen Schlüssel, um diese in einem neuen Licht zu sehen. Stellt euch vor, das Leben im Universum wäre nicht das Ergebnis eines langen, vorbestimmten Prozesses, sondern ein Unfall, ein seltenes und außergewöhnliches Phänomen, das zufällig aus einer Reihe unwahrscheinlicher Ereignisse hervorgegangen ist. Was wäre, wenn das Universum selbst keinerlei Interesse daran hätte, Leben zu fördern oder zu erhalten? Diese Vorstellung führt uns zu der Idee der universellen Gleichgültigkeit. Eine Theorie, in der das Leben als bloßer Ausrutscher in einem ansonsten neutralen und chaotischen Kosmos betrachtet wird. Leben, so könnte man argumentieren, ist kein notwendiges oder unvermeidliches Ergebnis kosmischer Prozesse, sondern eher eine seltene und temporäre Erscheinung. Ein blinder Fleck im ansonsten funktionierenden mechanischen Universum. Doch wie könnte diese Sichtweise mit den großen Fragen der Wissenschaft und Philosophie in Einklang stehen? Lasst uns zusammen diese Theorie untersuchen, indem wir uns sowohl mit den Gründen beschäftigen, die für diese Gleichgültigkeit sprechen, als auch mit den zahlreichen Widersprüchen und Herausforderungen, die diese Sichtweise aufwirft. Stellen wir uns das Universum als ein riesiges und weitgehend leeres und chaotisches System vor, das von grundlegenden physikalischen Gesetzen regiert wird, aber ohne dass diese Gesetze irgendeinen konkreten Zweck verfolgen. Die Bedingungen für das Leben, wie wir es kennen, sind auf der Erde das Resultat eines äußerst komplexen Zusammenspiels von Elementen, der richtigen Temperatur, chemischen Prozessen und einem stabilen Klima. Auf der überwiegenden Mehrheit der Planeten im Universum sind diese Bedingungen jedoch einfach nicht gegeben. Heiße, kalte, gasförmige oder extrem strahlungsbelastete Welten, die Leben nicht nur verhindern, sondern sogar aktiv unmöglich machen. Die Vorstellung, dass das Leben nicht zwingend notwendig ist, sondern nur eine zufällige Erscheinung, scheint durch die Tatsache gestützt zu werden, dass auf den meisten Planeten im Universum keinerlei Lebensformen existieren. In der Tat könnte man argumentieren, dass die extremen Bedingungen auf vielen Planeten sogar so beschaffen sind, dass sie das Leben aktiv verhindern. Und dennoch, hier auf der Erde hat sich Leben entwickelt. Vielleicht als eine Art kosmischer Zufall, ein glücklicher Fehlgriff der Natur. Ein Blick auf das Konzept der Entropie, das Maß für die Unordnung eines Systems, könnte diese Sichtweise weiter untermauern. Das Universum tendiert aufgrund des zweiten Gesetzes der Thermodynamik zur Entropie.
Es strebt danach, in einen Zustand maximaler Unordnung zu gelangen. Leben als komplexe und hochorganisierte Struktur scheint daher fast ein Widerspruch zu diesem Trend zu sein. Leben erfordert ordnungsgemäße, kohärente Strukturen, die in starkem Gegensatz zur natürlichen Tendenz des Universums zur Entropie stehen. Vielleicht, so könnte man vermuten, ist Leben einfach eine seltene, temporäre Erscheinung, die unter bestimmten Bedingungen entstehen kann, aber langfristig von den Gesetzen des Universums wieder ausgelöscht wird. Kehren wir zur Frage zurück, was passieren würde, wenn das Leben tatsächlich eine Anomalie im Universum darstellt? Könnte es Mechanismen geben, entweder absichtlich oder unabsichtlich, die langfristig darauf abzielen, das Universum wieder in einen neutralen Zustand zu versetzen, in dem keine lebenden Organismen existieren? Eine Möglichkeit, diese Idee zu untersuchen, besteht darin, sich Naturkatastrophen, Supernovae und andere kosmische Ereignisse anzusehen, die das Leben auf der Erde immer wieder auslöschen könnten. Es ist bekannt, dass Ereignisse wie Asteroideneinschläge oder Supernova-Explosionen katastrophale Auswirkungen auf das Leben auf einem Planeten haben können. Vielleicht sind diese Ereignisse nicht einfach zufällige Katastrophen, sondern Teil eines Selbstheilungsprozesses des Universums, der das Leben auslöscht, wenn es zu unordentlich wird oder zu sehr aus dem Gleichgewicht gerät. Das Universum selbst könnte einen tief verwurzelten Drang haben, zu einem Zustand der Neutralität zurückzukehren, in dem keine organischen Strukturen existieren, um das natürliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dies könnte den Eindruck erwecken, dass das Universum aktiv darauf hinarbeitet, das Leben zu verhindern. Ein kosmisches Gleichgewicht, das nichts mit der Förderung von Leben zu tun hat. Eines der großen Mysterien in der modernen Wissenschaft ist das Fermi-Paradoxon. Angesichts der schier unvorstellbaren Größe des Universums und der scheinbaren Häufigkeit von bewohnbaren Planeten stellt sich die Frage, warum wir noch keine anderen intelligenten Zivilisationen entdeckt haben. Eine mögliche Antwort könnte in der Theorie der universellen Gleichgültigkeit liegen. Das Leben auf der Erde ist vielleicht kein Zeichen dafür, dass das Universum dazu bestimmt ist, von Leben überflutet zu werden. Vielmehr könnte es sich um eine Ausnahme handeln, eine flüchtige, sehr seltene Erscheinung. In einem Universum, in dem die meisten Planeten, wie schon erwähnt, extrem lebensfeindlich sind, könnte es schlicht und ergreifend zu wenige geeignete Bedingungen geben, unter denen sich Leben dauerhaft entwickeln könnte. Vielleicht sind die Bedingungen für intelligentes Leben einfach so selten, dass die Wahrscheinlichkeit, in einem unendlichen Universum einen solchen Punkt zu erreichen, fast null ist. Das Universum könnte schlichtweg keine Notwendigkeit für Leben haben, und daher kommt es zu keinem kontinuierlichen oder umfassenden Aufeinandertreffen von Zivilisationen. Ein weiterer Gedanke, der die Vorstellung eines Universums ohne eine feste Neigung zum Leben unterstützt, ist die Idee, dass das Universum möglicherweise nicht für biologisches Leben geschaffen wurde, sondern vielmehr als Raum für Bewusstsein existiert. Vielleicht ist es weniger wichtig, dass es Leben im herkömmlichen biologischen Sinne gibt, sondern dass das Universum selbst in einer Form existiert, die es ihm ermöglicht, Bewusstsein zu erfahren. Möglicherweise auf eine Weise, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Das könnte den Eindruck vermitteln, dass das Leben nur ein zufälliges und vorübergehendes Phänomen ist, das dem Universum zu einem tieferen, transzendentalen Verständnis des Seins verhilft. Wenn das Universum tatsächlich in gewisser Weise indifferent gegenüber unserem Streben nach Bedeutung und Verständnis ist, könnte es auch in der Art und Weise, wie es uns Wissen vermittelt, eine Grenze gesetzt haben. Unsere Wahrnehmung und Intelligenz, das Produkt der Evolution auf der Erde, sind speziell auf das Überleben und die Interaktion mit unserer Umwelt ausgelegt. Aber was, wenn diese evolutionäre Entwicklung uns nicht darauf vorbereitet hat, die wahren Geheimnisse des Kosmos zu begreifen?
Vielleicht gibt es phänomenale Grenzen für unser Verständnis, die das Universum selbst setzt, damit wir bestimmte Wahrheiten nie ergründen können. Erwähnenswert sind hier die neuesten Entdeckungen in der Quantenmechanik und die Theorie des Multiversums. Diese Konzepte sind so abstrakt und komplex, dass sie für den menschlichen Verstand fast unbegreiflich sind. Manche Forscher, wie der Physiker Brian Greene, stellen sich vor, dass unsere geistigen Fähigkeiten nicht ausreichen, um das volle Ausmaß des Universums zu erfassen. Die Vorstellung von der universellen Gleichgültigkeit, dass Leben nicht das natürliche Ergebnis kosmischer Prozesse ist, sondern ein seltenes und zufälliges Phänomen, das irgendwann wieder ausgelöscht wird, könnte den Weg zu einer tieferen Auseinandersetzung mit unserer Existenz ebnen. In einem Universum, das vielleicht kein Interesse daran hat, Leben zu fördern oder zu erhalten, könnte unser Dasein als zufälliger Fehlgriff des Kosmos erscheinen. Ein kurzes Aufflackern in der Weite der Unendlichkeit, das bald wieder erlischt. Doch vielleicht liegt in dieser Erkenntnis auch eine besondere Kraft. Die Dringlichkeit, das Leben zu schätzen, in seiner Zerbrechlichkeit zu verstehen und das Geheimnis der Existenz zu erforschen. Obwohl wir in einem Universum leben, das keine Antwort auf die Frage nach unserem Zweck zu haben scheint. Am Ende bleibt die Frage, ist das Universum ein stiller Zeuge unserer Existenz, ein Kosmos, der uns erträgt, aber uns nie als Teil eines größeren Plans begreift? In diesen unendlichen Weiten, in denen das Leben ein zufälliges Aufblitzen ist, scheinen die Antworten, die wir suchen, immer nur Wellen auf der Oberfläche eines tiefer liegenden Ozeans des Unbekannten zu sein. Vielleicht sind wir wie flimmernde Sterne in einer dunklen Nacht, von denen keiner weiß, wann er verglühen wird, ohne je die wahre Natur der Dunkelheit zu begreifen, die uns umgibt. Vielleicht ist das Universum nicht ausgerichtet auf unser Streben nach Bedeutung. Vielmehr ist es das Spiegelbild unserer eigenen Begrenzungen. Ein riesiges, unpersönliches Gefüge, das keine Tür zu einem höheren Verständnis öffnet, sondern uns nur die Illusion vermittelt, eine Antwort gefunden zu haben. Doch in dieser Ungewissheit liegt auch eine seltsame Schönheit. Vielleicht sind wir genau deshalb in der Lage, zu träumen, zu forschen und uns auf das Abenteuer des Lebens einzulassen. Nicht, weil wir Teil eines größeren Plans sind, sondern weil die Frage nach dem Warum uns immer wieder antreibt. Selbst dann, wenn die Antwort in den Schatten der Unendlichkeit verweht.